Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch stört der Regen im Hintergrund nicht, aber ich stehe oder sitze hier direkt am Fenster und es regnet leider. Wir haben Anfang Dezember. Heute gibt es unsere Jungsnamen, die bei uns auf der Liste standen, aber die es nicht geworden sind. Die wollte ich euch heute einfach mal nennen. Ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, weil wir ein Mädchen bekommen. Und ja, was war so der Top-Name? Wie hätte unser Kind gehießen? Wie nennt man das? Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es ein Junge geworden wäre. Ja, und alles dazu und noch viel mehr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wir fangen an mit dem Top-Name Matteo. Ja, also wäre es ein Junge geworden, wäre es ein Matteo geworden. Das stand fest oder steht fest. Aber es ist ja ein Mädchen geworden und deswegen unser Top-Name Matteo. Ja, ein super schöner Name. Gefiel uns beiden von Anfang an direkt. Und ja, war sehr lange im Gespräch. Und deswegen wäre es ein Junge geworden, wäre es ein Matteo. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir es wie bei den Mädchen. Sage ich euch jetzt einfach alle Namen, die uns so eingefallen sind und die wir auf der Liste stehen haben, aber die es leider nicht geworden sind und natürlich auch warum. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Namen J an. Ihr habt es, glaube ich, bei den Mädchen schon gemerkt. Ich bin ein absoluter J-Namen-Favorit. J-Anfangsbuchstaben-Favorit. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall liebe ich Namen mit J. So, und da fangen wir an mit Younes. Younes war schon damals, als ich noch ein Kind war, kleines Kind, da war der Name schon immer so top bei mir. Also ich fand Younes so schön und ja, der gefällt mir auch sehr gut. Er klingt schön und weich, aber für meinen Freund zu außergewöhnlich. Ja, der nächste Name mit J ist Jano. Jano finde ich auch sehr schön, ist so ein bisschen wie Janosch, aber so, ja, Jano finde ich ein sehr, sehr schöner Name. Aber ja, wir haben über die Jungsnamen nicht wirklich gesprochen, weil es ja ein Mädchen geworden ist. Deswegen kann ich euch die Gründe, warum es der Name nicht geworden ist, eigentlich gar nicht sagen. Wir haben uns relativ schnell für Matteo entschieden und dann war es ein Mädchen und dann haben wir einfach nicht weiter darüber gesprochen. Auch sehr, sehr bekannt ist Julius. Julius heißen bei uns sehr, sehr viele. Aber er steht trotzdem auf der Liste, weil es ist ein wunderschöner Name. Ich finde, er klingt einfach sehr, sehr schön. Und ja, es gibt einfach so unglaublich schöne Namen für Kinder. Das ist wirklich die Qual der Wahl. Ja, dann haben wir bei den Mädchen Jona gehabt. Und bei den Jungs ist es dann ein Jone geworden. Also es wird Jone geschrieben, es heißt Joan. Und ja, ich finde den Namen auch sehr schön, aber allerdings gefiel der mir irgendwann nicht mehr so gut, weil er so schwer auszusprechen ist. Joan finde ich, ja. Aber auch trotzdem auch ein wunderschöner Name. Also ich liebe den Namen mit J auf jeden Fall und ich liebe ja auch außergewöhnliche Namen. Das wisst ihr, glaube ich. Ja, und der letzte Name mit J ist Jero. Jero ist, ja, ein YouTuber und dementsprechend habe ich das meinem Freund vorgelesen, er direkt nein. Und damit war der Name leider auch vom Tisch. Ja, auch auf der Liste steht oder stand Luke, aber ich glaube, wir kennen alle Luke Mockridge und deswegen fiel auch der Name raus. Dann kommen die letzten drei Namen und zwar einer mit L und zwar Len. Len finde ich zu kurz, zu knapp und zu weiblich. Ja, aber ist trotzdem ein sehr schöner Name und steht ja auch nicht umsonst auf der Liste bei uns. Die letzten beiden Namen sind mit N. Und zwar ist es einmal Neo. Aber bei Neo war auch mein Freund komplett dagegen, weil auch der ist zu kurz und passt absolut nicht zum Nachnamen leider. Aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Genauso wie Nevio. Nevio ist unser letzter Name, der irgendwie auf der Liste stand. Aber finde ich auch sehr schön. Ich mag bei den Jungs haben einfach dieses Außergewöhnliche und dieses, ja, Zusammenpuzzeln, weiß ich nicht. Also die Namen standen jetzt alle im Internet, so wie ich sie hier gesagt habe. Aber es sind halt trotzdem sehr außergewöhnliche Namen, die man irgendwie so zusammenpuzzeln kann. Und ja, das waren unsere Top-Jungs-Namen. Wer ist ein Junge geworden? Wer ist ein Matteo gewesen? Mein Freund hat
vor kurzem noch einen anderen Jungsnamen gesagt. Aber ja, es wird ja nun ein Mädchen, daran können wir auch nichts mehr ändern. Aber ja, wie auch schon bei den Mädchen erwähnt, bei den Mädchennamen, dass es ja nicht das letzte Kind sein wird. Und ja, wird dementsprechend die Qual der Wahl mit den Namen ja auch ein zweites Mal haben werden, irgendwann vielleicht. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen inspirieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Namen hattet. Fiel euch die Wahl schwer? Das würde mich auch interessieren. Und ja, wie gefallen euch meine Namen? Also mögt ihr außergewöhnliche Namen oder ganz modern und einfach? Das würde mich auch interessieren. Und dann würde ich euch einfach einen schönen Tag wünschen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!